Um Himmels Willen, willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Alter, müssen wir ihn im Ernst freilassen jetzt? Ich hab sogar keinen Bock drauf. Muni habe ich noch von dieser Waffe. Wird sich zeigen, oder? Na, geht noch. Ey, um Himmels Willen. Du bist sicher kein Mensch mehr, oder? Von der anderen Seite der Tür dringt eine furchterregende Stimme. Und deswegen muss es öffnen. Au. Oh Gott. Hilfe. Was bist du denn für ein Sackviech? Moment. Von wo kommt er jetzt? Bin ich von der Tür? Bin ich von der Tür? Oh Gott. Ey, dich auch noch zu hier. Hier friss. Oh nee. Hier friss. So. Wie schmeckt dir das? Hier, bam. Nein. Nein, 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 nein. Was ist das denn für ein Ekelviech? Um Gottes Willen. Aua, das gefällt mir. Oh, bin tot. Tja, mein erster Schritt in Resident Evil. Resident Revelations ist ja schön. Also, das ist ja ein großartiger Schallempart. Ey, ich freue mich voll. Fortsetzen? Ja, ich will fortsetzen. Oh, geht ja recht gut los. Oh Mann, ey. Das wird nicht einfach, glaube ich. Lass mich im Vorrat erstmal umgucken nach irgendwelchen Gegenständen, die ich aufsammeln kann. Ja, das mache ich mal so. Ich habe auch mal nochmal eine Nacht darüber geschlafen und ja. Ich denke, ich werde es vorher nochmal gucken. Ich habe es einmal so probiert, jetzt gucke ich mal vorher nach aus, was du nicht aufnehmen kann vielleicht. Weil, also, ja. Es war mir schon bewusst, dass das sicher ein Boss sein wird und ja. Da, ohne einen einzigen Kraut mehr, das. Oh Gott, ey, jetzt hast du mich gerade so erschrocken. Gegner spawnen aber wirklich erst, wenn er kommt, ne? Ist ja höchst seltsam. Oder müssen wir ihn unbedingt bekämpfen? Können wir uns das nicht einfach ersparen, diesen Leid hier? Was sind hier unten zum Beispiel? Bitte, vielleicht finde ich hier irgendwo Munition, das wäre ja super. Dann wäre ich ein bisschen besser vorbereitet. Oder Kräuter, wäre auch noch krass. Also hier sind zumindest keine Gegner. Okay, Schrotgewehr-Munition. Kann ich jetzt noch nicht so sehr gebrauchen, Pistolen-Munition wäre korrekter. Dann können die Munition sparen bei diesen Sprengstoffdingern. Yay, sehr gut. Ich glaube, es ist eine gute Idee, oder? Erstmal sich umzugucken nach Muni. So, Pistolen-Munition, alles klar. Ja, Mayday. Eigentlich finde ich so schwachsinnig, warum die beide eigentlich ihn freilassen. Warum denn? Warum soll man ihn freilassen? Eigentlich einfach hier in der Ecke chillen und ihn in Ruhe lassen? Oh Mann, ey. Ich kann sich ja keines dieser Türen öffnen, oder? Ach, hätte mich auch gewundert. Sonst ist hier echt nichts. Ah, hier ist noch Muni, alles klar. Noch mehr Muni. Sehr schön. Das ist Gewehrmunition. Ja, und jetzt muss ich nur noch ein Gewehr finden. Was? Hallo? Achso, einfach rüberklettern, alles klar. So, ist hier sonst noch was? Hier kann ich wieder hoch, alles klar. Die ganzen BOWs spawnen tatsächlich erst, wenn ich ihn freigelassen habe. Das ist ein bisschen komisch, oder? Aber naja. Ey, yeah, geil. Kräutlein. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, sich umzugucken vorher nochmal. Wo man sich diesen Leid antut. Oh Mann, ey. Aber sonst sehe ich hier echt nichts mehr, ne? Oder ist hier unter Munition? Nee. Tja, dann geht's nochmal los hier. Was labert der da eigentlich? Ich weiß es nicht. Okay, es geht wieder ab. Dann gucken wir mal. Ja, okay, oh, Moment. Zack. Haha. Ja, ich höre schon. So. Komm mal her, du. Oh Gott, ey. Kommst du her? Na schnell. Zack. Yeah. Los, weg die Waffe. Och, leck mich. Los, komm. Leck mich. Schnell, 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 schnell. Alter, du bist nicht tot. Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, what the fuck. Hier, schnell. Komm, kommst du her? Kommst du hier runter? Mann, fick dich. Oh Gott. Hier, stirb. Nein, noch nicht nachladen. Scheiße. Oh nee. Ich bin schon wieder fast tot. Soll ich das denn so schaffen? Oh Gott. Oh, um Himmels Willen. Oh, scheiße. Ich warte jetzt, bis sie da rübergehen. Oh Gott, ey, ich habe Angst. Ohne Kraut finde ich mich echt ziemlich scheiße gerade. Oh, los, Treppe hoch. Ey, ich brauche ein Kraut. Ey, ich bin so am Arsch. Echt nicht gut, was hier gerade abgeht. Okay, kommst du hier hoch? Ich warte auf dich. Auf jeden Fall. Wer kommt jetzt von hinten oder so? Ah, ich sehe ihn schon. Okay, kommst du her? Komm mal hier ran.
Friss! Okay, hier. Los. Viel friss Schrot. Okay, gefällt dir nicht, oder? Oh, scheiße. Munition. Oh Gott, scheiße. Nein, nein, nein. Sackgasse. Um Himmels Willen. Oh, nee. Verrecke. Lass mich. Ey, scheiße. Oh, Gott sei Dank. Oh, nee. Oh, nee. Lass mich. Oh, nee. Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott, ich bin so am Arsch. Ich habe keinen Sprengstoff mehr. Fällt mir gerade so auf. Ich kann nicht runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was soll ich jetzt machen? Kann ich hier durch? Nee. Fuck, 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 fuck. Oh Mann, ey. Ihr werdet sich jetzt viele Kraft dazu gehören. Oh nee. Oh nee. Lass mich. Lass mich bloß in Ruhe. Was soll ich jetzt machen? Ich bin am Arsch. Ich hab Angst. Ich hab so eine Angst. Ich glaub gar nicht, was für eine Angst. Ah, ah. Friss. So. Los, stirb. Stirb doch. Oh nee. Ey, ich kann ihn kicken. Oh nein, ich hätte ihn kicken können, oder was? Nicht dein Ernst. Bitte nicht. Ich hätte ihn ernst kicken können. Okay, das weiß ich fürs nächste Mal. Mann, fuck you. Oh Gott, was soll ich jetzt machen? Ich bin ja jetzt alle durchgegangen, oder nicht? Alle atmen Sprengstoff. Nein. Oh nee, bin wieder tot. Aber könnte ich, hätte ihn kicken können? Vielleicht wäre es effektiver gewesen. Okay, also die Taktik scheint aber nicht falsch zu sein, die ich gerade angehe, oder? Ich glaube nicht. Müsste richtig sein, was ich gerade tue. Okay, also ich sammle erstmal wieder ordentlich Munition im Vorrat, aber Kräuter. Oh, ich brauche dringend Kräuter. Vielleicht soll ich mal zurückgehen. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Vielleicht ist hier unten noch sowas wie Muni. Man weiß ja nicht, ne? Mal gucken, ist vielleicht noch hier irgendwas Cooles? Bis jetzt sehe ich aber nichts, ne? Ne, rein gar nichts. Ist ja toll. Ja, toll. Ja, das freut mich voll. Oh, das ist hier. Moment, hier ist noch was. Na komm. Irgendwas. Nee, hier kann ich nur rein. Nee, kann ich nicht. Ist ja toll. Rein gar nichts. Ja. Freut mich. Ey, oder doch, hier ist Muni. Sehr schön. Was ist das? Spezialzubehör aufgenommen. Ey, das werde ich sofort nutzen. Ey, das ist ja geil. Gott sei Dank. Noch irgendwas gefunden. Ey, okay. Kaum mal zum Upgrade-Kästchen hingegangen. Was ist es? Feuerrate. Feuerrate, das war Schusskraft, ne? Okay, ich werde eindeutig die Schrotflinte dafür nehmen. Weil die werde ich jetzt sehr oft verwenden bei dem Boss. Hier, zack. So, Feuerrate. Oder Feuerrate, was war das nochmal? Nee, ich glaube, das war doch ihr Kraft, oder? Ich kenne mich kaum aus, was diesen Sachen angeht. Ey, sehr gut, hat nochmal gespeichert, das freut mich. So, da muss ich mir nicht immer hin und her rennen. Okay, vielleicht speichert er nochmal, wenn ich rausgehe, dann... ich probier's mal aus. So, kann ich es aber auch mit der Hand umstoßen? Nee, jetzt kannst du analysieren. Okay. Ich hole mir erstmal oben alle Munition. Oben alle Munition. Hallo? Wo ist die denn? Ich habe doch gerade Munition gesehen. Oh Mann, manchmal blicke ich echt nicht mehr durch. So, hier, genau. Hier, die meine ich. Zack. Schrotgewehr ist voll, ne? Erstmal, kann ich nachladen? Nee. Okay, also hier kann ich unbegrenzt Schrotgewehr-Munition bekommen. Das ist nochmal was Gutes. Aber jetzt hole ich mir noch schnell Pistolenmunition, weil die brauche ich auch. Okay. Verdammt. Auch noch, hier ist nochmal Schrotgewehrmunition, soll ich mir auf jeden Fall merken. Hilfe, 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 Hilfe. So, hier. Noch mehr Muni. Gut. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr. Das reicht mir noch nicht. Yep, sehr cool. Hier ist noch mehr. Zack. Aber ich glaube, ich habe alle gefunden, oder? Alle Sprengstoff-Dingenskirchen. So, noch mehr sehe ich hier noch nicht. Hier ist noch Munition. Ach nee, das war ja Schrotgewehr, ne? Hier. Das war die Schrotgewehr. Dann ist das vielleicht Pistolenmunition? Ich weiß es ja nicht. Doch, das ist, ja, sehr gut. Und sonst so, hier ist sonst nichts, ne? Nö, das war's hier unten. Oh, ach nee, ich dachte gerade, da habe ich was gesehen, aber dem war ja dann doch nicht so. Ja, Kräutern, das habe ich auch auf keinen Fall vergessen. Kann ich eigentlich Kräuter irgendwie kombinieren, wie man in den ersten Leute sind Evil, das weiß ich nicht. Vielleicht soll ich mir das hier auch mal aufheben, aber nee. Dafür ist es einfach zu knapp. Hier, ist ja noch da oben Munition, genau. Sonst ist hier aber echt nichts, ne? Ne, sonst sehe ich hier nichts. Okay, dann versuchen wir nochmal unser Glück. Und ungefähr einen Start wissen wir ja. Gewehrmunition, jetzt hätte ich gerne ein Gewehr. Aber naja. Okay, sonst kann ich mir nichts mitnehmen. Okay, Parker, bist du da? Ne, ja, da bist du gut. Und, oh. Gut, so, und jetzt Gas geben. Och
Mann, ich sehe jetzt schon, jetzt die Spawn immer ganz sofort, wenn man gerade. Ja, ist ja echt lustig. Ah, kommst du her? Na komm. Voll ins Leere geschossen, na klar. Verreckt. Oh, scheiße. Oh, nee. Das darf doch nicht wahr sein, dieser Scheißer. Ey, so eine Scheiße. Ey, komm, ey, das ist doch witzlos. Starten am letzten Checkpoint. Ja, also es war da jetzt gerade. Es war zu schlecht jetzt einfach. Ich wäre jetzt so gut wie tot wieder gewesen. Oh, dass dann gleich wieder hier so ein Gegner kommt, ist ja auch wieder anstrengend. Oder kann ich ihn auch mit Fallen anlocken? Das wäre ja gut. Mann, habe ich mich wieder doof angestellt. Vor allem, ja. Oh. Oh Mann, ey. Das darf nicht wahr sein. Okay, komm. Nächster Versuch. Hier ist nichts, ne. Vielleicht soll ich auch ein bisschen mehr Zickzack mit dem Zickzack hier alles abballern. Nee, dann vergesse ich noch irgendwelche Sprengstoff-Dingenskirchen. Das wäre ja auch nicht gerade vorteilhaft. Genau, hier ist Muni. Yep. Sehr schön. Und sonst so, wo ist hier noch was? Ich glaube, es ist irgendwo noch ein Kraut, bin mir ganz sicher. Oder was unten? Ich war hier oben, ganz sicher. Ich guck nochmal. Wo ist das denn bloß? Nee, hier kamen wir her. Hier wärst du jetzt ganz bestimmt nicht sein, nee. War das Kräutlein nochmal? Das brauche ich dringend. Das brauche ich sogar sehr dringend. Ohne Kraut bin ich hier komplett, ja, kann ich es gleich vergessen. Komplett sogar. Hier war ja nur die Munition, alles klar. Wo ist das Kräutlein denn gewesen? Wo war denn das? Ah, hier war das. Gut. Oh Mann, ey. Echt übel. Vor allem, dass hier auch noch mehr Gegner angezettelt kommen müssen, das finde ich ein bisschen nervig. Och, ist das blöde. Was für Sonderwaffen habe ich denn hier noch? Nur hier das Teil hier, ne? Was war das für ein Geräusch? Achso, ich dachte schon, er ist jetzt freigekommen. Das wäre es ja gewesen, wenn er jetzt auch noch freigekommen wäre. Ohne uns. Ich lass mich raten, die Tür wird sich öffnen, wenn ich ihn getötet habe. Das ist ja Videospiellogik. Natürlich wird es so sein, oder? Ich wette drum. Hey, hier ist noch eine Munition. Aber es wäre richtig krass ein Kraut, oder? Gegen Kraut hätte ich jetzt echt nichts. Okay, gut. Ich glaube, das war jetzt alle Munition, die es hier gibt, ne? Mehr sehe ich hier nicht. Ja, hier ist der Wilson, ich höre schon. Hallo? Was ist das Rumgestöhne? Oder habe ich es mir gerade nur eingebildet? Ich weiß es nicht. Aber ich habe gerade so ein komisches Rumgestöhne gehört. So, die Munition habe ich aufgesammelt. Dann geht es wieder los, ne? Ich habe ja an alles gedacht diesmal sogar. Okay, es sollte eindeutig häufiger die WoW-Fallen verwenden, würde ich sagen. Okay, es geht ab jetzt. Zack. So, Gas geben. Ja, ich sehe schon. Lalalala. So, ich bin bereit. Hier, friss. Gut, 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 gut. Hä, warum das denn? Hä? Zack, 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 so viel rein, Sprut reinballern wie geht. Na, das gefällt mir ganz und gar nicht. So, das sehe ich schon mal. Och, Mann, leck mich am Arsch. Du kannst mich mal kreuzweise, du Arsch. So, hier ist noch was zum Wegballern. Dann komm mal her, du. Oh, jetzt bitte. Komm du nicht auch noch angetänzelt. Hier. Falle für dich, eine ganz schöne. So kommst du her? Alter, nee. Was soll denn das? Ach, fuck you, ey. Das ist doch scheiße. Los. Geht doch, so. Und jetzt habe ich wieder vergessen nachzuladen, ne? Oh, Mann, ey, scheiße. Hier, friss. Das gefällt dem Ganzen gar nicht. Oh, Mann, leckt mich. Das ist doch scheiße. Ausweichen, so gut. Sehr schön. Aber, naja, es geht so. Oh. Ein bisschen too much gerade wieder mal für mich. Okay, hier hab Spaß mit der WoW-Falle, deshalb verrate ich die einfach mal. So, kommt ein Monster mal angetänzelt oder kommen die jetzt überhaupt nicht mehr? Haben keinen Bock mehr auf mich, ne? Ja, toll. Ganz toll. So, da sind sie ja. Oh, nee. Du kannst dich mal verpissen. Aber richtig von Feinsten. So, kommst du her? Da. Hier so. Und dann wieder Schrot reinballern. Oh, nee. Nee, 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 nee. Jetzt beeil dich. Friss, 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 friss.
Oh, leck mich. Okay. Das gefällt ihnen auf keinen Fall. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, hier ist noch eine. Was zum Wegballern. So. So, lass schnell nach. Nee, kannst du nicht. Scheiße. Oh nein, ey. Das ist zu much. Nein, ey, fick dich. So. Hier friss. Ja, das gefällt dir nicht, ne? Mann, leck mich. Ey, leck mich. Oh nee. Was hat er gerade gesagt? Guck mal mit dir. Lecco mio, ey. Und was nun? Hier, frisst. Das gefällt. Oh Gott. Um Himmels Willen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin ziemlich am Arsch. Okay, das ist keine gute Idee. Und was nun? Oh Mann, mit einem Kraut, ey, das ist doch übel. Okay, hier. Wie gefällt euch das? Nicht so, ne? Hier, komm. Das gefällt ihr nicht, ne? Er ist weg, er ist weg. Hab ich's geschafft? Oh, ne. Oh Gott. Jetzt hier auch noch Gegner. Oh nee, bitte nicht. Jetzt auch noch das hier. Ey, leck mich am Arsch. Du stirbst. So. Oh nee, bitte nicht. Ey, wenn der mich jetzt noch tötet, dann... Hier, verrecke. So. Oh Gott. Ey, nicht auch noch du hier. Ey, wenn mich die Gegner jetzt noch umgebracht hätten, ich wäre wahnsinnig geworden. So. Weg mit den ganzen Ärschen. Okay. Wir haben es geschafft. Ganz knapp, aber wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Und Speicherpunkt, ey. Ich bin so erleichtert, dass ich das geschafft habe. Puh, Alter. Was? Ja, renn natürlich schön rein, Trottel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin gleich tot. Ich sehe jetzt schon. Okay, hier geht's weiter. Warte, Moment. Kann ich vielleicht noch da hinten hin? Ich habe einen Speicherpunkt. Vielleicht kann ich noch durch diese eine Tür durch. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt noch spiele. Ich habe ja jetzt nicht mehr die Zeit im Kopf, weil ich ja jetzt eben so lange da rumgehangen habe. So, hier, kann ich das öffnen? Ja, kann ich, sehr schön. Geht's hier weiter oder ist es optional? Mal gucken. Ist das hier optional? Es scheint optional zu sein. Oder? Ah, nee, ist ja ein sinnvoller Raum. Der ist ja großartig. Braucht man ja sowas. Ah, nee, ah, ist wieder eine kleine Abkürzung hierhin, verstehe. Oh mein, jetzt bin ich aber ziemlich am Arsch, ey. Dass ich das noch geschafft habe mit diesem einen Kraut, das war schon krass. Hätte ich nicht mehr gedacht. Aber hier, jetzt kann ich mal die ganze Munition hier schnappen. Okay, Gewehrmunition brauche ich nicht mehr. Aber Schrotgewehrmunition kann ich noch brauchen, oder nicht? Hier zum Beispiel das da. Okay. So, die sage ich jetzt noch schnell, weil, ja. Warum nicht, ne? Würde ich mal sagen. Weil hier auch Schrotgewehrmunition. Ich nehme alles mit, was ich nehmen kann. Ist, glaube ich, eine gute Taktik. Okay, so. Das muss reichen, oder? Ah, oh Mann, ey. Jetzt wäre ein Kraut wirklich das Beste für. Das sind so komische Geräusche immer. Die gefallen mir ganz und gar nicht. So, hier ist ja noch Schrotgewehr. Okay, so war es aber im Schrotgewehrmunition, oder? So, kann ich jetzt irgendwie wieder eine schöne Abkürzung nehmen, wo ich runterspringen kann? Das wäre ja cool. Um ein bisschen Zeit zu sparen. Oder ich nehme einfach hier diesen Weg. Und dann gehen wir mal weiter. Mit kaum noch Energie. Ja, ich freue mich jetzt schon. Oh Gott, ey, das Spiel soll ich also durchspielen. Hier wird's ja auch noch meine. Hier habe ich ja auch meine leichten Bedenken schon. So, dann fahren wir mal. Er funktioniert nicht. Er muss verschlossen sein. Ah, okay, wieder sowas mit einem Schraubenzieher anscheinend. Oh Mann, ey. Ich bin gespannt, wie ich diesmal hinbekommen werde. So, jetzt geht's wieder mit diesem tollen Rätsel ab. Ich freue mich voll. Mal sehen, ob ich wieder ewig dran rumrätseln werde. So vielleicht. Ah. Okay, jetzt schneide ich langsam. Gut. So, und dann geht's mal hier weiter. Mit kaum Energie. Wo will ich jetzt hin? Moment. Wo will ich hin? Kann ich wohl uns die Anzeige haben? Wo muss ich hin? Kein Hinweis? Ich glaube, ich muss zum Vordeck, oder? Müsst du hinhauen. Ich hoffe es. Oh Gott, ey, ich brauche so dringend Kräuter. Da kam Kräuter, aber schon fies. Oh Mann, ey. Uiuiuiui. Krasse Sache.
Ziemlich krasse Sache. Hier ist echt nichts. Oh, hier ist aber was. Oh Mann, ey, ich sehe hier kaum noch was. Was ist das? Pistolenmunition, sehr schön. Aber hier ist wahrscheinlich erstmal eine Pause, eine kleine Pause für mich. Schrotgewehr. Sehr schön, das freut mich doch. Uiuiui, aber Kapazität für Schrotgewehr war auf jeden Fall eine sinnvolle Investition, meiner Meinung nach. Alter, wenigstens etwas. Handgranate. Noch mehr Pistolenmunition. Anscheinend sind die Großen dann besonders viel, ne? Schätze ich mal. Ah, ein Kräutlein. Gott sei Dank. Das habe ich jetzt wirklich bitter nötig gehabt. Puh, Alter. So, sonst hier noch. Ist hier sonst noch was? Ich sehe hier sonst nichts, ne? Hier etwa. Also, ich denke, hier haben wir wieder alles abgestaubt. Also können wir doch mal. Oder können wir weiter? Ich sehe jetzt zumindest nichts mehr, was ich übersehen haben könnte. Okay, dann raus mit uns. Oh. Dann müssen wir wohl die Fensterscheibe einschlagen, falls es geht. Oder wir gehen einfach durch diese Tür. Oh, ne Idee. Da habt ihr recht. Ist kein schönes Schätzlein, was du mitnehmen willst? Nee. Gut. Dann mal raus mit uns an die frische Luft. Auch nicht? Oder muss ich wieder was... Nee. Okay. Das ist interessant. Dann gucken wir mal. Hallo? Nee, das war falsch. Das war schöne Munitionsverschwendung. Lalalala. So, dann gehen wir nochmal schnell zu dieser Opernhalle und dann wird da sicher was sein. Ich hoffe es zumindest. Naja, darauf hätte ich gleich kommen sollen, aber... Naja, ich hoffe, ihr könnt mich entschuldigen. So, dafür war also diese Umwegstür. Verstehe. Alles klar. Dann wir einfach wieder die Treppe hoch und dann müssen wir eigentlich bald wieder da sein. Lalalala. So, hier könnte ich mir wieder ein Upgrade holen, aber habe ich nicht nötig. Habe ich ganz und gar nicht nötig. Okay, dann wieder ab zur Opernhalle und dann wird wahrscheinlich da wieder eine Tür offen sein, wette ich mit euch. Na komm, aber das ist... Sie können auch ruhig mal ein bisschen konkreter sagen, was ich machen soll. Finde ich zumindest. Aber vielleicht sehe ich das ja nur so. Oh Mann, ey, ist aber schon ziemliches Rumgerenne. Aber es wird schon richtig sein, was ich gerade tue, hoffe ich. So, hier wieder rein mit uns. Los. So, genau. Und dann hier nochmal durch. Sehr schön. Oh Mann, der Pappel steht ja fast nur aus dem Geirre bis jetzt. Naja. Spulen muss, glaube ich, auch mal wieder sein. Los, beeil dich mit den Tür öffnen. Naja. Beim 3DS, da muss man eben bedenken, dass es ziemlich leistungsstark war, aber es ist ja kein 3DS mehr. Okay, es hat auf jeden Fall gespeichert. Das ist ein Hinweis, dass wir auf der richtigen Spur sind, glaube ich. Okay, wo war nochmal diese eine Tür? Ich erinnere mich an eine Tür. Eine verschlossene, zum Beispiel diese hier. Können wir die jetzt öffnen? Nee. Toll. Und jetzt? Jetzt sind wir hier und beginnen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Das verstehe ich nicht ganz. Hier ist noch ein Aufzug. Bringt der mir irgendwas? Irgendetwas? Nee, funktioniert auch nicht. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Was soll ich jetzt machen? Weder ohne Schlüssel oder sonst was. Das ist ein Bild, ein schönes Bild, alles klar. Kann ich das zerstören? Nee. Kann ich das vielleicht jetzt öffnen? Yep, sehr schön. Okay, dann sind wir noch mal weitergekommen. Raymond! Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Wovon redest du? Ignorante Kreaturen, die nicht von uns wissen. Hey, kommt mal her. Jetzt ist Zeit zu reden. Schaut. So soll ich deine schmerzende Wunden mir wieder aufreißen, deren bloßes Angedenken noch ehe ich davon lebe. Unser maskierter Freund. Doch dient mein Wort zum Samen. Daraus dem frechen Verräter Schande sprießt, die ich speise. Reden und weinen werdet ihr sehen zusammen. Ich weiß nicht, wer du bist und wie und warum du hier herunterkommst. Wir können die Welt verändern. Das ist der Theabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Thank you.
verwandelt Guppies in Haie. Schnur. Und selbst ein Kind kann erraten, was danach passiert. Wir sind Veltro, rachsüchtige Boten aus den Tiefen des Infernos. Das ist also unser Mann. Ich wusste, es ist Veltro. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Er zitiert Dante. Schicken Sie ein Team zum Balkon-Mocky-Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ja, habe verstanden. Ich schicke Quint und Keith. Was? Los, ihr zwei. Macht euch bereit. Oh, ich hasse Schnee. Dann trag lieber deine warmen Schlüpfe ein. Ihr müsst so viel wie möglich über Veltro herausfinden. Ich sehe gar nichts. Ich dachte, das Mittelmeer wäre wie ein großer See. Hab Geduld. Ein Schiff auf dem Meer ist sowas wie die Nadel im Heuhaufen. Meinst du wirklich? Aber das löst nicht unser Problem. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Episode 3, Veltros Geister, Ende. So, Präzision 91%. Wow, habe ich mich ja auch nicht gesteigert. So, diesmal eine ziemlich lange Episode für mich, für meine Verhältnisse. 47 Minuten. Okay, also für meine schlechten Verhältnisse natürlich. Okay, ich denke, das ist ein super Abschluss für diesen Part. Für diesen Part, der aus 4 rumgeirrt bestand. Okay, Moment. Schließen Sie Episode 1 bis 3 ab. Aufzugmodus Stufen 4 bis 7 freigeschaltet. Jo. Keine Ahnung, was der ist. Den werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal angucken. So. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall gut vorangekommen. So, er hat gespeichert. Gut. Ja, ich denke, das ist ein super Abschluss für diesen Part. Beim nächsten Part gucken wir also dann entweder mit Chris oder mit diesen beiden Pappnasen da. Oder mit Jill weiter. Ich weiß es jetzt eben nicht. Aber ja. Also bis zum nächsten Part von Resident Evil Revelations. Da wird wahrscheinlich wieder so eine krasse Rückblende beim nächsten Part kommen. Endlich mal ein Part statt dann. Darauf freue ich mich. Gut. Tschüss.